Und damit willkommen zurück und herzlich willkommen zum zweiten Match des heutigen Abends. Wir sehen heute aus der Division 6 Be Ready gegen das ZOS Squad oder Zoo Squad, je nachdem, wie ihr es wollt. Ja, mit dabei ist der gute Noobpad. Herzlich willkommen und ja. Ja, ich freue mich auf jeden Fall auch wieder dabei zu sein. Vor allem ist das, glaube ich, der Kampf zwischen Platz 3 und 4. Exakt, genau. Das heißt, es könnte hier nochmal richtig spannend werden heute. Be Ready steht mit 4 Siegen und 2 Niederlagen vor ZOS Squad, welche nur 5 Matches gespielt haben und davon eben auch 2 verloren, aber dafür eben nur 3 gewonnen haben. Von daher könnten die beiden wirklich auf Augenhöhe stehen und es könnte hier wirklich zu einem knappen, guten Match werden. Ja, und direkt die erste Map ist Herrschaft Camp Schlitzfisch, was auch wieder sehr interessant ist. Ja, natürlich. Es ist halt eine sehr gesplittete Map. Das heißt, viele Teams splitten sich halt in zwei auf. Zwei Teams gehen auf die eine Zone, die anderen beiden auf die andere. Und ja, hier muss man auf jeden Fall gut überlegen, was man spielt. Backliner sind vor allem sehr oft auf der eigenen Zone, weil sie eben noch auf die andere rüberschießen können, weil sie so viel Reichweite haben und dem anderen Team so ein bisschen assisten können. Also ja. Ja, oder auch einfach von links irgendwie watchen können. Absolut, Auf jeden absolut. Fall lädt es gerade wieder ein bisschen länger. Aber geht Ja. das auf jeden Fall los. Wir sehen ein Rapid Plus. Was auf jeden Fall, ich weiß nicht, das zählt glaube ich nicht unbedingt als Backline oder schon, aber ja. Aber auf jeden Fall hat die viel Range und sie kann auch direkt wieder rüberschießen. Oh, So könnte interessant. man Be Ready bleibt mit 3 Leuten auf der einen Seite. Le Cat wird auch direkt rausgenommen von Marco. 2 down jetzt. Sie haben zwar die ersten Zones, aber 2 down tatsächlich. Und ja, sehr ausgeglichener Start bis jetzt. Oh, und der Rapid bekommt wieder den nächsten Pick und der hat das sogar ziemlich gut so. Also er lässt jetzt momentan keinen Push durch, hat eben sogar noch zwei entscheidende Kills geholt, aber wurde direkt vom Dread rausgepickt. Und Ja, es und sieht so aus, als ob sie jetzt die Zone wieder umfärben, aber ist irgendwie nicht tough. Also zumindest sieht es dann aus, als ob sie schaffen, aber gerade sieht es nicht so aus. ja, und oh, da kam fast der Fall-Off-Kill auf Le Cav. Und ja, die erste Minute wirklich sehr umkämpft, sehr ausgeglichen. Schöner Kill hier von Fyron mit dem Range Blaster. Vor allem auch, genau, hat er eben wieder zwei rausgepickt aus der gegnerischen Zone, weshalb sie jetzt auf jeden Fall die Zone haben und somit auch ihren Lead weiter ausbauen können. Aber die Arme kommt jetzt rein und dann von Be Ready und der Rapid bekommt direkt einen Pick und sie gehen mit der Buja rein und das scheint so, als ob sie die erste Zone bekommen und die zweite direkt danach auch, vor allem mit den Bubbles. Ja. Ja, wobei immer, noch haben sie nicht. Floxy versucht hier die anderen beiden auf der da hinten ein wenig festzusetzen, aber die Nautilus konnte einen schönen Pick hier bekommen. Und kriegt hier vielleicht sogar gleich den nächsten auf den Try. Ja, so ist es. Und 2 down, das ist jetzt auf jeden Fall eine gute Situation, um jetzt sich die Zone zurückzuholen. Ja, und wie man sehen kann, hat der ZOS jetzt die Zone noch wieder und können ihre Führung theoretisch halt ausbauen. Aber Be Ready muss halt auch noch irgendwie schaffen, wieder reinzukommen und Absolut. die Zone zu holen, weil der Strafzeimer ist wieder weg und die Punkte. Oh, doch nicht. Ein einziger Strafzeimer. Ja, sehr, sehr wichtig auf jeden Fall, jetzt hier zumindest die Zones erstmal zu freezen. Floxy hier versucht erneut gegen die Nau zu spielen, aber die kommt jetzt mit dem Inkjet raus. Muss jetzt natürlich aber auch den Direct hitten, weil er eben auf dem Gitter da steht. Und hat es fast geschafft. Ja, und es Ja, ist ist. aber auch recht low und hat es aber noch geschafft, da rauszukommen. Leider den Pick nicht bekommen. Die Zones sind wieder recht umkämpft. Ja, Be Ready lässt sich ja ein bisschen zu viel Zeit mit den Zones Cap, sodass jetzt alle von ZOS Code wieder da sind. Und ja, deswegen bleibt es weiterhin bei 88-66. Wir haben auch jetzt den Tut, Be Ready seine Zone bis vernachlässigen und ZOS-Code bekommt es auf jeden Fall auch die Ja. andere Zone und die Brush wird ins Housebreak. Heißt, die fangen jetzt an, die Zone zu pushen, bekommen den Try raus und das sieht so Schönes aus, da. als ob sie. Können wir noch mal kurz hervorheben, wie schön das Double Teaming gerade hier zwischen Fyron und Marco war? Ja, das war auf jeden Fall sehr belegt, vor allem der Direct, also der Blaster macht da schöne Indirects, man macht die Low und dann kann der Ja, andere schau dir einfach das schon wieder an. einfach Also machen. hier schön mit dem Burst Bounce Weak machen und dann eben mit dem Blaster rein. Also das ist eine souveräne Teamarbeit hier.
Der Tri-Slosher fällt ins Wasser. Ja, ist natürlich. Das sieht auch so aus, als ob es das Game sogar schon war. Ja, und das war's auch. Wow. Aber dazu muss man sagen, die haben gerade echt gute Teamarbeit geleistet. Vor allem ist das für die Map auch ziemlich gut angesehen, weil alleine kann man da jetzt nicht wirklich was machen. Aber ja, sowas sieht man auch gerne. Ja, sehr, sehr schön gespielt da, die beiden. Also, ja, da konnte BeReady auch nicht wirklich viel gegen machen. Also, wenn das Teamplay zwischen zwei Leuten sitzt, dann ist das schwierig, da dagegen zu halten. Vor allem, wenn man eben so zersplittet ist, wie sie es in diesem Moment eben waren. Eben, und das war dann auf jeden Fall das Gamescheine für Zeit Escort. Aber auf jeden Fall kommt jetzt direkt die nächste Map, Muschelchaos Kurantviertel. Ja. Das kann man auch nicht viel sagen, außer, ja, ich meine, das ist auch nicht unbedingt, also Teamarbeit ist natürlich überall gefragt, aber jetzt nicht so sehr wie bei Muschelchaos, also bei dem Schüssenfisch. Und mal sehen, ob wir euch hier auch direkt eine Backline sehen. Natürlich, also, kurz nochmal, Teamarbeit ist immer wichtig. Aber, ja, es ist eine relativ kleine Map, hier muss man relativ schnell spielen, also, ich glaube, so viele Changes werden wir in den Comps nicht sehen, weil die waren beide relativ schnell. Und man muss halt immer auf der Map sehr, sehr stark aufpassen, dass man eben die Muschel nicht verwirft. Denn der Basket ist ein Stück höher als auf anderen Maps und gerade bei Jump Pushes ist es schwierig, dann eben die Muschel zu treffen. Ja, vor allem kann der Spot auch von vielen Seiten einfach abgekämpft werden. Absolut korrekt. Deswegen ist es auch nicht so einfach macht. Ja. Kontrolle über den Parkplatz da oben, wo das Auto steht, zu bekommen, ist auf jeden Fall sehr wichtig auf der Map. Also, wenn du das hast, dann hast du eigentlich eine relativ gute Karte, da einen schönen Push rauszukriegen. Ja, eben, also wenn man da jetzt die Kontrolle alle rauspickt, und vor allem kann man da auch nicht unbedingt leicht reinkommen, also man müsste dann schon von der Mitte kommen. Ja. Also ich bin gespannt, ob die beiden da jetzt wieder die gute Teamarbeit machen oder ob es diesmal sogar anders aussieht. Aber ja, da geht's auch wieder direkt los. Okay, Muschelchaos auf Korallenviertel. Wir sehen in Türkis BeReady und in Orange ZOS und scheint wieder lange zu laden. Das sollte aber kein Problem sein. Auf jeden Fall sehen wir eine Backline auf BeReady. Hydra, sehr interessant. Heine auf ZOS-Squad. Ja, kann man auf jeden Fall beide spielen. Auch wenn die Hydra vielleicht. Na gut, okay, sobald du die Mitte hast mit der Hydra, hast du sehr gute Karten, kannst halt sehr viel Kontrolle über die ganze Map holen. Aber du musst natürlich auch erstmal da hinkommen. Hydra ist sehr langsam und ja. Schönes Double Teaming erneut hier von ZOS-Kurs. Das ist ja Wahnsinn, wie gut die hier zusammenspielen. Ja, auf jeden Fall haben die gerade echt einen Lauf und sie tun BeReady gerade echt unter Druck setzen. Zumindest kommen die gerade auch rein mit dem Jet. Aber BeReady hat zur Verteidigung auch direkt wieder eine Armor. Ja, die Armor hat auch so ein bisschen die Hydra gerade gerettet. Weil das war eigentlich ein echt guter Ink-Tetschuss. Und man sieht, sie fangen an, langsam zu pushen. Die haben already, die Armor wird auch direkt gezündet und. Schöne Buja hier auf Leon. Leon wird jetzt auch rausgenommen. Sehr gut geteamt hier. Auch jetzt von der anderen Seite von BeReady. Züge hat den Flank hier wundervoll gesehen und abgewehrt. Und, kann hier immer noch gut für Unruhe stiften. Kriegt sogar noch nicht den nächsten Kill. Ja, und auf jeden Fall haben beide gerade keine Blick parat, auch nicht allzu viele Clams. Und sie müssen jetzt auch wieder schauen, wie sie da wieder reinkommen. Vor allem genau auf der Bridge ist gerade Manion. Leon geht jetzt hier ziemlich alleine rein, wird aber nicht bestraft dafür, kommt gerade so noch raus. Hat die Armor gleich auch wieder ready. Und man sieht, die Armor wird gezündet. Die Nord bekommt auch direkt wieder einen Pick auf die Hydra. Heißt, und sie den nächsten hinterher. Und sieht es aus, als wäre auf so. Ja, ich denke schon, oder? Ja, das könnte ein guter Push werden. Eine Clam ist da drin, aber wie ich es vorhin gesagt habe, hier kann man super leicht verwerfen. Und das ist jetzt auch passiert. Leon kann da aber auch reinkommen, hat zumindest den Timer refreshed, aber konnte die Clam nicht reinschmeißen. Ja, das ist natürlich ärgerlich, weil vor allem eine Wurstclam schon deutlich von den Punkten her ziemlich besser wäre. Ja, also jetzt 71. Dann wären es jetzt 71. Def das jetzt auch wieder gut und da kommt direkt viel, also es wurden viel gemisselt von BeReady und es scheint so, als ob sie. Missile Kill.
Und da kommt aber der nächste Push rein von Marco Polo. Und er trifft diesmal. Ja, und beide sind halt oben auf den Pablo Sylvain aber rausgeholt. Auch ziemlich knapp und können leider keine weiteren Push mehr machen. Ja, Be Ready hätte da auf jeden Fall die Supermuschel noch nehmen können, weil da hätten sie nochmal eine zweite neue gekriegt. Das haben sie leider ein wenig versäumt. Also dann hätten sie direkt Druck und könnten Counter pushen. So haben sie leider nur eine. Roxy nimmt sie jetzt auch. Und haben Double Armor gechained. Roxy kriegt hier den Kill nicht auf Fyron und super Kill hier. Sehr wichtig. Und das ist eine sehr gute Situation wieder für das ZTS Squad. Ja, und man sieht, das ZTS Squad lässt sie da jetzt auch nicht wirklich durch. Und sie arbeiten auch extrem gut im Team sein. Außer jetzt halt, dass sie ab und zu allein rängen und die Zap wurde auch direkt wieder vom Splash gepickt, aber der Splash wurde vom anderen Splash gepickt und der Splash hat sogar die Supermuschel noch gestellt. Genau. Aber man sieht auf jeden Fall, Be Ready hier sehr am struggeln. Also ZOS Squad hat hier sehr viel Control und kann das auch ziemlich gut nutzen. Sie haben, also Be Ready hat halt nicht wirklich viel, was sie gegen die Nord machen können. Ich meine, die Aerospray, Splash und Zap sind da sehr chancenlos. Die haben nur die Hydra und wenn die Hydra eben rausgepickt ist, dann wird das schwierig. Schöner Pick hier wieder von der Nord und der Double hinterher, das ist genau das, was ich gerade meinte. Und sieht so aus, als wir das punkten, aber der wird doch kurz davor von der Hydra einfach rausgepickt. Aber sie machen einen Bomberschein und kriegen die Pick auch direkt hinterher und punkten jetzt sogar ziemlich gut weiter. Leon hier bringt eine Clam rein nach der anderen. Erik hat die aber bekommen, wird aber auch rausgenommen jetzt von Marco Polo und das ist ein souveräner Push auf 19. Ja, eventuell kommt da vielleicht sogar noch mehr. Sieht aber nicht so aus, als ob jetzt Leute Clams holen würden, weshalb der teilweise auch wieder direkt gestoppt ist, aber 19 ist auf jeden Fall ein Push und das von 100 aufzuholen wird jetzt extrem schwierig für Be Ready. Absolut. Und die Note ist da irgendwie noch rausgekommen, ich weiß nicht wie. Jetzt Erik hier mit der Booyah-Bomb wird hier geschreddert wie sonst was und geht leider down. Die Nautilus! Die Nautilus ist hier komplett insane. Im Nahkampf hat sie den Gegner sogar noch besiegt. Ja, sie hat nämlich auch eine hohe Feuerrate, deswegen ist das auch schon nicht unbedingt schwer ist, aber sie bekommt auch wieder direkt den nächsten Pick, wird aber gepressured. Leon pusht hier nochmal rein, verwirft aber. Und ja, sie haben keine Big Clam, aber das macht nichts. Denn Leon schnappt sich die und das ist Game. Ganz souveränes Game hier von ZOS Squad. Ja, vor allem mit einem Lead von 19. Und vor allem konnten die Ready jetzt da auch nicht wirklich irgendwie reinpushen, sondern wurden die ganze Zeit aufgehalten oder sonstiges. Ja. Und man sieht auch direkt bei der Naut 16 Kills. Wunderbar. Das hat man durchs Game durchaus schon gemerkt. Also die Naut hat hier wirklich einen sehr guten Job geleistet. Kann man nicht. Oh, da kommt direkt der nächste Map. Turmkommando Abyssal Museum. Was für eine Naut auch wirklich ziemlich gut ist. Weswegen ich auch denke, dass die Naut jetzt gleich wiederkommt. Ja, gerade auch mit dem Inkjet. Der Inkjet ist hier kann natürlich auch ziemlich gut. Damit kannst du super das gegnerische Dach pushen. Und ja. Und wahrscheinlich werden wir auch wieder eine Hydra von den Seiten von Be Ready sehen, weil generell einfach irgendeine Backline hier ist auf seinem schon ziemlich strong. Vor allem ja, Hydra, weil die sich. Das könnte deren Vorteil sein, definitiv, dass sie halt mit Backline spielen. Also Backline auf der Map ist natürlich sehr wichtig, gerade um eben die Kontrolle über die Roofs zu halten. Aber wie du bereits gesagt hattest, die Naut kann hier natürlich auch ordentlich Schaden anrichten. Ja, auf jeden Fall bin ich gespannt, ob sie ihre Comp ändern oder vielleicht, ob der Rapid sogar wiederkommt, weil Blaster ist für Turm jetzt auch schon ziemlich strong. Aber ja, werden wir mal sehen. Ja, der Rapid ist auch echt gut, um Kontrolle über das Dach zu halten. Also das wäre auch auf jeden Fall ein sehr vernünftiger Pick. Hydra gegen Rapid, ja, kann echt interessant werden, falls das genommen wird. Weiß man aber nicht. Aber gut, beide, auf jeden Fall ist Be Ready sehr entschlossen und ist so bereit und ZOS überlegt noch, was sie tun. Oder suchen sich ihre Kleidung raus. Und hiermit sind beide Teams sogar direkt Startler und Willi. Das heißt, es geht los ins nächste Game. Let's go, würde ich sagen.
Ja, 2-0 für ZOS Squad. Zweite Match definitiv deutlich ja, einseitiger als das erste. Da haben sie wirklich, wirklich sehr gut gespielt. Und ja, da kommt der Charger plus Snout raus. Auf der anderen Seite kein... Doch, die Ballpoint. Okay. Ja, das ist doch ein gutes Matchup. Oh, und sie haben jetzt keinen richtigen Flex-Spieler, wie ich sehe. Was aber auch nicht unbedingt glücklich sein muss auf der Map. Aber ja, sie haben auf jeden Fall ausreichend Paint. Also, jetzt be ready. Vor allem Booyah-Spam, was für den Tower auch gut ist. Und bisher ist sie hinaus draußen. Was auf jeden Fall sehr wichtig sein kann. Und auch direkt wieder die Cash auf der anderen Seite. Heißt, es ist doch dreckig gekämpft, aber die Arme kommt jetzt direkt wieder von ZOS ein. Ich glaube sogar auf dieser Map-Mode-Kombination ist die Aerospray auch deutlich sinnvoller, gerade eben, weil du so viele Booyahs rausbekommst und Booyahs sind in Tower sehr stark, weil du damit eben den Turm für kurze Zeit clearen kannst. Schöner Pick hier vom Shry, wird aber auch rausgeholt, hier durch die Armor, durch die eigene Armor, sehr unglücklich. Hatten wir vorhin im letzten Match auch schon so eine Situation mit dem guten Oliver New. Ja, und wie es aussieht, tut ZOS, also die wollten pushen, haben es aber nicht unbedingt geschafft, weil B-Ready gerade echt die komplette Control über die Mitte hat. Aber wir sehen, der Tri-Slasher ist direkt rausgepickt worden. Ja, wir sehen hier Foxy hier mit der Ballpoint, kriegt einen schönen Kill auf den Charger, wird aber rausgenommen vom von der Section Bomb der Nautilus. Ja, auf jeden Fall, der ist schon gerade ziemlich umkämpft und man sieht, da ist gerade jemand. Oh, Züge ist gerade in deren Base oben. Ja, war aber leider wird aber auch so ausgefickt. War ein bisschen zu unachtsam da für hat die Nautilus nicht gesehen. Trotzdem, der Trade war auf jeden Fall auch nicht schlecht. Und da kommt die nächste Booyah von Erik raus, kriegt sogar einen schönen Pick. Tyron hier auf dem Dach versucht Kills zu holen, jumpt jetzt raus für die Stingray. Und da kommt sie auch schon. Erik auf dem Turm hier, wird von der Stingray ein bisschen geärgert. Wird gekillt und damit haben sie den Checkpoint nicht knacken können. Ja, das ist natürlich schade, aber sie versuchen es auf jeden Fall erneut, obwohl der Checkpoint sogar resettet wurde. Er ist aber gerade fest entschlossen auf den Turm, wird nicht rausgeholt und sie haben instant den Checkpoint bekommen. Ja. Ja, der Tower geht halt nur schleppend voran, aber aktuell ist halt das Match in Favor ein Stück für Be Ready. Ja, auf jeden Fall ist es gerade nicht so dominierend wie das Mesh eben. Weil man sieht einfach, beide haben es nicht unbedingt viel gepusht und der Lead ist jetzt auch nicht krass, also. Schöner Kill hier von Kev. Und damit sind zwei Down erneut von ZOS Squad. Das Match könnte ja, actually gut werden für Be Ready. Wir machen hier einen sehr guten Job. Leon auf dem Turm kriegt den Pick hier auf die Heavy. Kriegt aber nicht den Pick auf Erik und damit können sie weiter pushen. Ja, und sie sind gerade auch ziemlich gut am Defenden, vor allem Be Ready oben. Doch recht gut am Druck machen, aber anscheinend reicht das nicht, um ihren Push weit auszubauen, denn ein Push von 57 ist immer noch ziemlich leicht einnehmbar. Mit einem Full Wipe, aber. Absolut korrekt. Der erste Checkpoint ist meistens relativ geschenkt auf der Map. Es kommt dann eher auf den zweiten bzw. den dritten Checkpoint an, ob du dann eben ja. Was also weiterkommst. Oh, und Leon ZS ist auf dem Tower, hat versucht, den Checkpoint zu bekommen, wurde aber so weit rausgekriegt, weil halt die Ready auch einfach die Mid-Control hat und gerade auch schwierig wieder reinkommt und die Naut ist da auf jeden Fall wieder ziemlich gut am und wenn hat den Pick von der Booyah bekommen und die wurde ja gecancelt. Und ja, ich bin gespannt, wie sie es jetzt anstellen, die mit Control zu holen. Oh, schöner Pick hier von Marco Polo. Und das könnte actually ein gutes Opening werden. Zwei down jetzt. Marco Polo kriegt vielleicht sogar noch den dritten. Ah, nee. Trotzdem könnte das echt ein gutes Opening werden. Züge hier sehr aggressiv. Versucht die Shot zu kriegen. Kriegt sie. Und damit war es das dann auch tatsächlich mit dem Vorteil? Und ja, Be Ready ist wieder am Drücker. Ja, und sie pushen weiter und bekommen Kontrolle. Und die Kette schöner Pick von Züge. Wurde leider aber von der Naut gepickt. Ah, ne, sogar vom Charger. Und da kommt auch direkt die Booyah rein. Schöne Booyah, hat Leon hier rausgeholt. Fyron trotzdem hier oben, kann vielleicht den Tower nochmal clearen. Ne, verfehlt seinen Schuss. Und damit sind sie am zweiten Checkpoint.
Byron versucht es hier nochmal mit Tapshots, kriegt es aber trotzdem leider immer noch nicht ganz hin. Und wird... Und Checkpoint ist durch. Da kommt jetzt aber die Ray. Wenn nichts hilft, muss halt eben die Ray ran. Ja, aber das ist natürlich sehr ärgerlich. Ray ist auf jeden Fall sehr wichtig auf Tower und sehr effektiv sogar. Ja. Oh, keiner war auf dem Turm. Sie haben vergessen, auf den Turm zu gehen. Ja, und damit gewinnt Be Ready das dritte Match. Alles klar, dann ist es wohl ein 2-1 für ZOS. Auf jeden Fall kann Be Ready das noch einholen. Nämlich sind die auch sogar in der Season über ZOS. Ja. Ich stand dann, ob die sich halt erstmal einspielen mussten oder irgendwie reinkommen mussten und das jetzt vielleicht auch direkt wieder drehen. Nee, auf jeden Fall sehr gut gespielt hier von Be Ready. Also, sie waren tatsächlich hier deutlich dominanter. Also, sie haben halt die meiste Zeit ziemlich gut Druck gemacht und sind halt gerade aus dem sehr zähen Anfangsbereich des Matches ziemlich gut als Sieger rausgekommen. Also, sie haben halt, sie haben nichts überstürzt und haben sich ihre Zeit genommen, die sie gebraucht haben. Ja, eben. Und das war halt auch der Fehler bei ZOS, nämlich haben sie halt die Mid-Control nicht gemacht und eher einzeln drauf gepusht und dann halt durchgehend reingefeedet. Aber gut, dann kommt auch direkt wieder das nächste Match. Rainmaker auf, ich glaube, Gretenkanal heißt es. Aber auf jeden Fall ist das wieder eine sehr weitläufige Map, wo wir wieder wahrscheinlich Backlands sehen werden. Vielleicht sogar auf beiden Seiten. Portraco Menindo Votimers sagte, 19 Uhr Division 4. Ja. Ich hab mich verklickt. Sorry, man hört dich gerade nicht. Ich habe mich gerade etwas verklickt auf Discord. Das heißt, Discord hat gerade meine Nachricht vorgelesen, anstatt sie zu löschen. Finde ich gut. Ja, passt mit. Geil, ja. Nächste Runde startet. Ja gut, also dann geht's auch wieder direkt wieder los. Rainmaker auf Gretenkanal. So, und man sieht bei Be Ready keine Backline und bei... Ja, und bei ZOS ein dünner Roller. Auf jeden Fall, dass sie keine Backline genommen haben, ist jetzt vor allem auf der Phone ein bisschen komisch, weil sie das immer gespielt haben und der auch ziemlich weitläufig ist. Und man sieht, Be Ready hat auch direkt wieder den ersten Pop bekommen. Schöner Pick hier von Leon. Zwei Down jetzt auf der Seite von Be Ready. Das könnte erst ein guter Push-Versuch werden. Und ja, sie kann hier einfach durchgehen. Ja, sie machen sich den Vorteil zunutze, haben es ja geholt. Der eine last und sie können das hier auf jeden Fall bald pushen. Ja, auf jeden Fall. Und 9-3 hat hier einen sehr guten Inkjet-Spot gewählt. Schöner Kill hier noch vom Rainmaker. Allerdings, Flexi konnte es gerade noch so abwenden. Trotzdem immer noch Riesenkontrolle für das ZOS-Squad. Und da kommt der Bomb-Rush von Marco Polo. Sehr wichtig, sehr schön. Kriegt einen schönen Pick dort. Kriegt vielleicht auch einen zweiten. Jawohl, und dann... Aber da kommt auch direkt der gegnerische Buja rein. Die Buja hat einen schönen... Das war eine schöne Buja. Ja, und dann... Da war auf jeden Fall noch mehr drin im Push. Beziehungsweise Leon will hier noch nicht aufgeben. Kriegt noch einen schönen Kill. Aber der Rainmaker ist halt noch auf deren Seite. Und ich denke, dass sie den jetzt endlich mal dort wegbekommen. Und selber mit einem Push anfangen können. Aber sie haben gerade die Mid-Control bekommen sie aber nicht ganz. Wird dort rausgepickt. Die Armor reicht wohl nicht, um sie zu holen. Aber wie es aussieht, pusht Hulk da einfach alleine weiter. Wird von der Buja aufgehalten. Ja, und das ZOS-Squad macht sau viel Druck hier auf den Rainmaker. Sie bekommen das Ding nicht mehr in die Mitte zurück. Ja, vor allem ist der Timer, geht jetzt immer schneller, weil der im Strafbereich ist und sie nicht so viel gepusht haben. Und ja, da ist auch wieder direkt der Pick auf den Rainmaker. Und der ist halt immer noch in deren Base. Und wir müssen jetzt irgendwie zusehen, dass sie die Mid-Control bekommen. Ja. Damit also, sie halt irgendwie weit pushen können. Sie strugglen sehr hier, aus ihrer eigenen Hälfte rauszukommen. Schöner Pick hier von Floxy. Und damit zwei Down. Jetzt könnten sie vielleicht ihre Chance nutzen. Der Dynamo da hinten macht immer noch ein bisschen Stress. Und die Zap bekommt den Rainmaker jetzt schon wieder.
Wurde aber auch wieder sofort rausgebracht. Oh, aber die Bombe, die hat gesessen noch. Ja, die gute Abschießbombe. Ja, und beides ist gerade wieder so ziemlich umkämpft. Zwei tot auf Pondy Ready. Sie kriegen den Remake aber auch wieder nicht. Und es sieht so aus, als ob das ZS wieder fängt zu pushen. Ja, Leon hat jetzt sich hier den Rainmaker geschnappt und sie sind weiterhin sehr dominant und schöner Pick hier auf die Aerospray. Ja, Floxy versucht sein Bestes, kriegt noch einen Trade, Kev bekommt den Rainmaker und damit war es das, glaube ich, mit dem Push. Ja, sehr aber wichtig auf jeden Fall. Also sie können noch einiges machen, wenn sie sich jetzt zusammenreißen und die Picks holen. Schöner Pick hier von der Naut. Die Naut hier wieder sehr souverän, macht ihr diesen Job. Und der nächste Pick bekommt leider nicht den Rainmaker, aber dafür die souveränen zwei Kills und es sieht so aus, als ob ZS jetzt wieder anfängt zu pushen. Ja, oh, sie geben denen hier absolut keinen Raum und ZS Boss macht das hier wirklich sehr souverän. Ja, diesmal gehen sie anders lang, da kommt auch direkt der Bomber schon hinterher, was es eben schwieriger macht jetzt zu defenden, aber die Booyah hat ihn auch was gemacht. Ja, der Rainmaker lässt sich hier leider ein wenig zu viel Zeit, gerade die Booyah hat das sehr verzögert. Aber Leon hat hier freien Zugang und kriegt hier nochmal ein paar Punkte. Ja, auf jeden Fall ein erhöhter Lead von 11, was auch wieder ziemlich strong ist und sehr, sehr schwierig einzuholen ist. Ja, gerade auf der Map hier ist 11 wirklich ein sehr, sehr guter Push. Und sie entscheiden sich auch wieder direkt zu resetten, dass der jetzt in der Mitte ist und nicht auch unbedingt über den in der Base da wieder rumgammelt. Ja, und B-Ready muss jetzt auf jeden Fall aufwachen. Aber die Naut once again kriegt einen schönen Pick. Die Naut macht auf jeden Fall einen sehr guten Job da. Ja, absolut. Sieht man ja jetzt auch schon oben, wenn man sich die Kills anschaut. 18 Kills für die Naut. Das könnte eventuell sogar eine 20-Bomb werden. Käppchen mit einem schönen Flank auf den Dynamo. Das ist jetzt die Chance, hier den Counter-Push zu machen. Aber die Bombe da ist sehr gut platziert. Ja, die war natürlich sehr belastend. Und der Splash probiert da die auch aufzuhalten, schafft es aber nicht ganz. Die bekommen jetzt Armor rein. Ja, und Erik schafft den Jump hier nicht. Das ist zu viel Druck. Ja, und 20 Sekunden übrig, sie müssen jetzt wieder irgendwie zusehen, dass sie jetzt da wieder reinkommen. Aber ZS, die findet das wieder auch ziemlich gut. Die lassen ihnen wirklich keine Chance, um da irgendwie wieder reinzukommen. Oh nein, hier, schöner Pick hier. Und Marco Polo hat da unten den Rainmaker, kann den da gut stallen. Wird auch nicht gepickt, zugepickt den Rainmaker nicht, aber er fällt runter, aber nicht in der rechtzeitig. Was war das denn gerade für ein Ende? Auf jeden Fall wollten sie den sehr stark holen und unbedingt die Overtime holen, aber hat dann wohl leider doch nicht gereicht. Ja. Aber gut. Ganz, ganz starkes Game von ZOS Squad. Und da ist auch die 20-Bomb von der Naut. Ja. Sehr, sehr starkes Match von der Naut. Ja, und damit konnten sie ihren Vorsprung weiter ausbauen auf 3-1. Und als nächstes haben wir Herrschaft auf dem Pocasio Skatepark. Ja, auf jeden Fall auch wieder eine sehr interessante Map. Vor allem, weil die Zonen jetzt, also meiner Meinung nach sind die Zonen jetzt eher, ja, schon kritisch verteilt. Die sind sehr klein vor allem. Eben, und ja, da jetzt wieder reinzupuschen, ist halt wie bei Catch and Fish. Man muss da schon im Team gut mitarbeiten und jetzt unbedingt aufpassen, dass man jetzt nicht unnötig eine Zone abgibt, weil das den Timer auch sehr schnell anhalten kann. Ja, es ist eben das Schwierige bei den Zones-Maps. Wo es eben zwei Zonen gibt, du musst halt wirklich beide im Auge behalten und wirklich aufpassen, dass hier keine irgendwie von hinten weggeschnappt wird. Ja. Ich denke, also hier in der Backline ist es wahrscheinlich eher unüblich. So zumindest in den höheren Diffs oder in Ranked. Aber ich denke schon, dass man hier eine sieht, was aber auch nicht unbedingt sein muss, weil Birdie hat ihre Backline gerade sogar gedroppt. Gehabt auf einer eher weiten Map. Und ja, da geht's doch wieder direkt los. Absolut. Okay, Herrschaft auf Skatepark. Da bin ich mal gespannt, was die beiden haben. Und steht auch wieder gerade ziemlich lang. Ich hoffe, da kein DC. Okay, zum Glück nicht, aber man sieht eine Kuli und eine Naut, heißt keine richtigen. Ich hab's schon am Gear gesehen, der Roller hat das Upgrid Ninja. Ah, jetzt bin ich ein bisschen enttäuscht.
aber an sich ist es auch ziemlich strong, vor allem auf der Map, dass man sich easy durchlegen kann. Das ist also natürlich ich kann richtig. Schon verstehen, wie so das geht. Schöner Flank hier. Ich glaube, das ist wieder Leon. Aber Kev versucht ihn hier abzuhalten, konnte ihn zumindest zurückpushen. Und ja, zwei Down allerdings auf der Seite von BeReady. Das heißt, guter Start hier für ZRS Squad. Und da ist die Zone auch wieder direkt angehalten, weil sie auch nur ein bisschen umgekehrt haben. Beide Seiten jetzt mit Armor. Kev bekommt den Pick hier nicht auf Leon. Leon macht weiterhin Druck. Bekommt den Trade noch. Aber ja. Erik hier versucht den Inkjet zu bekommen. Kriegt ihn sogar. Und das könnte die Zones für BeReady sein. Ja, und damit haben sie auf jeden Fall den Zonewechsel bekommen. Und vor allem haben sie gerade auch echt eine gute Stellung von der Kulde, die da oben einfach schaut, dass keiner flanken kann. Aber der Roller ist sogar durchgekommen. Und wahrscheinlich wird er auch instant von hinten kommen. Und sie waschen direkt das hintere. Und er bekommt den Pick auf den Splash. Ja, es sieht so aus, als ob jetzt... Oh, schön Angel hier. Und der Roller bekommt einen Pick. Der nächste Pick. Und damit ist nur noch die Ballpoint draußen. Und als Backliner sollte man sich hier zu jedem Fall ein bisschen zurückziehen. Und wird sogar Unlucky von Instagram mal geholt. Aber gut, ZOS ist gerade dabei, wieder ihre Führung auszubauen. Scheint auch so, als ob sie die jetzt direkt bekommen oder auch nicht. Schöner Pick hier von der Naut wieder. Ja, und damit haben sie die Führung. Aber es ist immer noch ziemlich umkämpft. Momentan ist es eine 2-2-Situation, heißt... Ja, es ist immer noch ziemlich umkämpft und momentan bekommt die keine, aber ZOS ist gerade noch in Führung und bekommt auch direkt die Strafpunkte rein. Da kommt wieder der Inkjet von der Naut. Bekommt schön Pick hier auf die Ballpoint. Wird dieser wahrscheinlich vom Trey rausgeholt. Oder auch nicht! Auf jeden Fall sehr stronges Gameplay gerade. Und ja, aber sie bekommen die beiden Zonen nicht, weil die beiden halt ein bisschen zu wenig eingefärbt sind. Aber sie können ihre Führung nicht weiter ausmachen. Aber jetzt haben sie auf jeden Fall die Zone wieder. Ja, die Strafpunkte waren auf jeden Fall sehr wichtig da. Schöner Splash dann hier von Pyron. Pyron versucht den nächsten Kill zu holen, wird aber von den Missiles rausgeholt. Und ja, sie müssen jetzt langsam versuchen, wieder die zweite Zone zu bekommen. Züge jedoch der in einer sehr misslichen Lage, gerade weil die Naut halt sehr viel Druck auf Top mitmacht. Ja, sehr hart umkämpfte Mitte gerade. Die Naut macht einen schönen Pick. Sie ist auf jeden Fall sehr aggressiv dabei. Vor allem bekommt sie einfach Picks, wo man denkt, ja, der bekommt den jetzt easy. Und da ist der Trade auf den Naut, heißt, das ist sogar gut für das andere Team. Pyron, aber sie kommt auch nicht wirklich rein. Und da kommt auch direkt der Demolition Game, was es schwieriger macht, es wieder reinzukommen. Und somit kann ZOS auch ihre Führung wieder posten. Das Match ist bis jetzt sehr ausgeglichen. Also es ist auch nur eine Lead, 4 von 8 Punkten. Jetzt wird sie vielleicht noch ein bisschen ausgebaut, aber BeReady konnte auf jeden Fall sich wieder eine Zone sichern. 3 gegen 3 Situation. Und keiner nimmt aber die Zone. Sie sollten vielleicht erstmal die Zones nehmen, damit die wieder Strafpunkte bekommen. Aber nein! ZOS konnte es den hinten von hinten wegpainten. Und das ist der Wipe! Ja, das ist auf jeden Fall jetzt ziemlich schwierig für BeReady, weil sie müssen jetzt irgendwie schauen, dass sie ihre Specials bekommen und dann sofort wieder reingehen. Weil sonst das Problem ist, sie dürfen es jetzt nicht so überstürzen, wie es hier die Ballpoint gemacht hat. Sie dürfen nicht alleine reingehen, sie haben noch ein bisschen Zeit. Sie sollten die Zeit nutzen, sich vorzubereiten, aber sie wurden schon wieder gewiped. Und das sieht sehr schlecht aus für BeReady. Ja, und das sind jetzt noch 5 Punkte und wie es aussieht, war es auch wieder mit dem Game. Ja, das war Game. Am Ende 4-1 in Reihen. Sie hätten sich noch einmal sammeln sollen und denen lieber noch mal ein paar Punkte schenken, aber dafür eben sicher den Cap bekommen. Ja, sehr ärgerlich, aber sehr gut gespielt von ZOS Squad, gerade am Ende. Und ja, wie es aussieht, 4-1 für ZOS Squad heißt, sie haben jetzt den Matchpoint. Und ich bin gespannt, ob sie den Sack zumachen oder ob BeReady vielleicht sein Comeback feiert. Man weiß es nicht. Ich meine, wir haben es ja im letzten Match gesehen. Auf jeden Fall ist da gut was möglich für sie. Sie haben ja sehr gut gespielt. Ich muss direkt die nächste Map ansprechen. Nämlich ist das eine Map, die echt schon meiner Meinung nach bisher wirklich die schlechteste in Canvas ist. Weil es ist einfach irgendwie eine One-Push-KO-Map. Und ich weiß nicht, ob sie
wissen, wo sie reingehen, aber... Es ist auf jeden Fall sehr schwer zu verteidigen, das ist absolut korrekt. Was ich halt gelernt habe über diese Map, ist halt, dass du nicht versuchen musst, über links halt zu verteidigen und reinzumuscheln, sondern du musst versuchen, die Gegner abzukatten, sodass sie eben keine neuen Muscheln kriegen können und dann einfach so gesehen, ja, immer enger ziehen den Kreis, bis sie dann eben rausgepusht werden, so nach Mod, also dass sie rausjumpen müssen. Es ist sehr schwierig, das Ding hier zu verteidigen. Und ja, vor allem sollte man eher über die Mitte rein und wenn man halt auch über die Mitte reingehen können, die vorne immer weiter pushen und halt einfach die Spots bekämpfen. Ja. Also deswegen musst du halt versuchen, nicht auf Kills, sondern eben darauf zu gehen, dass die halt von den Muscheln ausgetrocknet werden. Aber gut, ich bin... Bei Be Ready sind noch nicht alle ready, bei ZOS aber schon. Die sind auf jeden Fall wieder sehr entschlossen. Und ich bin gespannt, ob wir hier auch, wie ich es auf den Rank lebe, einen One-Push-KO schaffen oder auch eher nicht. Auf jeden Fall sehr gut möglich. Wir schauen aber mal rein. Meiner Meinung nach ist es übrigens nicht die schlechteste Clamlets Map. Also da gibt es zum Beispiel Wahoo World, was noch deutlich schlimmer ist. Ja, aber ich oder Moray. Finde, ja, Moray ist generell schon... Moray ist sowieso ein schwieriges Thema. Aber ja, oh, wir sehen noch eine Hydra. Und keine Backline bei ZS dort. Ja, stimmt. Und ja, beide gehen rechts wieder rein. Der Toy ist wieder alleine links. Ja, aber eine Backline ist auch nicht unbedingt nötig. Also, der Map. Wenn man ein paar Backline hat, geht das auch gut. Der Squid war es aber eine interessante Wahl, doch. Ja, und vor allem kann man da halt auch ziemlich gut pushen und die Fetten vor allem, weil die Map ziemlich weit dran ist, würde ich es behaupten. Und da kommt auch direkt die Hunger rein. Sie können aber nicht pushen, weil sie keine Blick haben nach den neuen Clams. Schöner Pick hier vom Try. Ja, und die Naut halt gerade auf dem Squiffer, sehr interessanter Pick. Ich wäre sogar eher bei der Naut geblieben. Aber bei einer Führung von 4 zu 1 kann man sich natürlich ein bisschen was trauen. Ah, nee, statt. Falsches Team. In my bad. Oh, da kommt ein Jump! Das ist der Push für Be Ready. Ja, und sie bekommen leider nur eine Clam rein. Die anderen können da nicht rein, weil sie das sogar ziemlich gut defenden. Leider war der Push jetzt auch nicht wirklich erfolgreich. Sie haben ja sogar eine Free Clam. Heißt, wenn sie es pushen, kann sich jemand theoretisch bereit machen und einfach die Cam von vorne. Und da kommt der Stamp rein. Okay, geht auf die Hydra. Und bekommt sie sogar. Nee, doch nicht. Beziehungsweise immer noch nicht. Und nicer Snipe auf die Hydra. Der 3 Daumen. Ja, und das könnte gut sein. Aggressiv dort. Und da kommt direkt wieder jemand. Und Leon lebt noch. Kriegt sogar noch einen Kill. Oh, aber da hat keiner mehr, um jetzt irgendwelche Clamps da reinzumachen. Obwohl, nee, da kommen noch welche rein. Die könnten jetzt theoretisch wieder jumpen, aber ich glaube, der Timer reicht nicht mehr groß und die haben nicht genügend Clamps. Aber ja, damit haben sie kurzzeitig die Flugen geholt. Und ja, auf jeden Fall, die Hydra ist da wieder ziemlich stark gut und vor allem gut positioniert. Die haben auch wieder Armor ready und vor allem ist der Stamp auf den Seiten von ZS ready. Er bekommt sogar noch einen Pick. Und ja, da kommt auch direkt die Buja rein. Aber sie schaffen es leider nicht, jetzt irgendwie da andere zu holen, so dass sie reinpushen können. Aber ZS geht jetzt mit einer Armor und mit einer Big rein. Heißt, scheint so, als ob sie ihre Führung ausbauen können. Und tatsächlich, die Splush hat sich das ein bisschen durchsneaken können. Aber jetzt kommt jetzt auch der Follow-up. Marco Polo hier jetzt mit einem Bomb Rush. Hat aber leider keine Clams und Leon kommt da nicht hinterher. Also kein Follow-up für sie. Trotzdem haben sie relativ viel Control jetzt über die gegnerische Seite. Und sie warten jetzt einfach nur noch, bis der Basket wieder oben ist. Ja, und es sollte auch nicht so lange dauern. Der ist direkt wieder unten. Und ja, und scheint so, als können sie ihren Lead ausfallen. Vor allem kommt da noch der Big angesprungen. Sie haben vor allem gerade komplett die Control-Züge kommt über die Mitte, hat doch wieder eine Big Ready, was ihn gerade... Schöner Pick hier noch von O9 und kriegt hier nochmal 5 Clams rein. Leon kommt jetzt auch nochmal mit 4 Clams, aber es reicht doch nicht. Sie brauchen noch 3 Clams.
könnte das eventuell der Kerl werden oder nicht, weil die halt Hamter den das war doch wieder ziemlich gut ab. Oh, eine kleine fehlt noch, Leon ist aber noch und das ist Game. Ja, wie gesagt, das war auf jeden Fall ein recht schneller K.O. Vor allem ist es auch nicht wirklich einfach zu defenden, wenn die Gegner die Oberhand haben. Aber ja, auf jeden Fall stark gespielt von beiden Teams. Oh, warte mal. Sehr interessante Situation. Ja, ich sehe es gerade. Ich habe es auch gerade gesehen, Glacy. Ja, ich bin ja T.O., weil du streamst. Ja. Actually muss... Soll ich es erklären? Ja, mach du ruhig. Also, wir haben ja im Dezember die Namensregel eingeführt, dass man die Namen richtig schreiben soll. Und anscheinend war dies nicht der Fall bei ZOS, weil ein Marco Polo mitgespielt hat. Ich gehe stark davon aus, dass es einfach nur ein anderer Name ist, also der Spieler trotzdem richtig eingetragen ist. Nur da wir eine Namenregelung haben, muss Piranha Pit gegen ZOS gewertet werden, weil das auch erst bei Piranha Pit reportet wurde. Heißt, der eigentliche Stand ist 2-4 jetzt. Ah. Oh. Und da ist es mir egal, ob der Name falsch benannt ist oder sich vergessen hat umzubenennen, selbst schuld. Relativ simpel. Dafür haben wir die Regel. Ah, da schaut man einmal anderen, vorher nicht nach. Die anderen vier Maps werden aber wirklich probably nicht dagegen gewertet, einfach weil halt es zu spät eingetragen wurde. Also der Ping kam um 21:10, also basically direkt nach Pit oder vor Pit oder ja. Pit Starting Screen. Also, unlucky, wenn es ja das im Stream ist. Unlucky für euch. Ich gehe manchmal runter zu installieren und erkläre es mir, dass wenn er nicht im Stream ist, aber weiter spielen müsst ihr da trotzdem. Also, passt auf den Namen aus. Ändert den Namen. Jetzt. Sonst wird die Nixon auch gegen euch gewertet. Ja. Ich gehe mal runter, den das erklären. Alles klar. Na, dann sehen wir anscheinend noch ein Game und es ist noch nicht so, ne? Ja. Ne, wir warten jetzt erstmal. Der Cap von Be Ready schreibt jetzt auch nochmal was. Müssen wir anscheinend noch warten, bis die Dressspieler wieder reinkommen. Ja, und es wird ein nächstes Match tatsächlich geben. Ist natürlich jetzt sehr ärgerlich für ZOS-Squad, aber natürlich muss man eben halt auch auf die Regeln achten. Und ja, es ist natürlich immer ein bisschen blöd, wenn man eben nicht weiß, wer da spielt und generell eine sehr unangenehme Situation für alle. Und gerade für uns ist es halt auch sehr nervig, sehr schwierig nachzuverfolgen, wer jetzt gespielt hat. Beziehungsweise nicht nur, wer gespielt hat, sondern halt auch, ob die Person, die gespielt hat, überhaupt spielberechtigt ist. Nachverfolgen ist das möglichst. Ja, für uns nicht. Regel ist Regel, Punkt. Ja. Und wir haben auch mit dem Everyone Ping gepinkt, dass alle das umsetzen müssen. Ich habe auch mit denen geredet, die verstehen das auch. Die sind jetzt auch nicht schmerz oder so deswegen. Die verstehen das halt absolut komplett. Marco Polo wäre auch im Interview bei der Welt gewesen. Ja, ich habe es gerade unten gesehen. Er ändert kurz den Namen ab, dann kommt er zurück. Jo. Und dann geht's auf Backfisch weiter. Ist halt unlucky, aber... Ja, so sind die Regeln. Kann man nicht ändern. Achtet auf euren Namen. Ja, ganz wichtig. Gut, ich verpiss mich wieder. Ich bin weiter Pokémon. Ja, tu das. Danke, Shanks, übrigens für dein Abo auf Stufe 3. Was? Ach, okay. Der nächste Manuel. Wie kannst du nur? Wieder ein Schweizer. Ist das ernsthaft ein Schweizer? Keine Ahnung. Nein, 3-4 ist Patrick. Bist du die große Krabbe? Tja, Thaddeus. Es geht doch nicht. Wenn ich einmal so kann labern. Easy. Und ich lagge auch nicht. Selten bei mir. Ja, ist ja fast so, als wärst du bei mir. Ratterst du nicht? Frech, oder? Frech, Thaddeus. Ja,
wir danken uns trotzdem sehr stark für dein Abo auf Stufe 3, weil Stufe 3 ist auch bis hier nochmal deutlich mehr wert als Stufe 1. Wer hätte das gedacht? Moneten! Nein, danke. Vielen Dank für deinen Support. Er will eigentlich nur die Punkte, wenn man der andere treffen kann. Ja, genau wie Manu. Bloß die 200 Euro. Ja, stimmt, ich hab's dir nach 200 Euro gesetzt. Ja, genau. Alright. Vielleicht mal ich jetzt Werbebanner so unten einfügen. Ja. Gut, ich hau jetzt mal wirklich ab. Euch viel Spaß. Alright, dann gehen wir jetzt in die nächste Runde. Immer noch. Matchpoint-Situation für ZOS Squad. Und ja, war jetzt recht ungewöhnlich, dass wir jetzt noch ein Match sehen, aber hier kann wieder alles passieren, vor allem weil beide Teams jetzt auch eine kleine Pause eingelegt haben. Weswegen es vielleicht sogar möglich ist, dass die Ready vielleicht sogar noch ein Comeback holt. Das ist halt immer so das Ding, so, solche Vorkommnisse können von einem Team halt eben die ganze Schwung so ein bisschen rausnehmen. Wenn ZOS Squad es so spielt, wie sie es eben im letzten Match gezeigt haben, dann sollte da auf jeden Fall nicht viel anbrennen. Auf der anderen Seite natürlich Be Ready. Ihnen wurde jetzt natürlich eine Chance gegeben und die können sie jetzt auch nutzen. Und ich glaube, sie haben jetzt auf jeden Fall nochmal so ein bisschen Rückenwind bekommen dadurch, dass sie es vielleicht auch schaffen werden. Ich meine, sie sind absolut nicht abgeschlagen. Man hat es ja auch im dritten Match gesehen. Vor allem Turmkommando ist es wieder. Da haben sie ja ziemlich gut geglänzt. Also, das könnte ihr Match theoretisch werden. Ja, und wie es aussieht, ist Tedas wieder fest entschlossen. Bei Bette ist auch einer nicht ready. Vielleicht will er sich eine andere Waffe aussuchen oder sonstiges. Oder hat er einfach was zu tun. Ja, der Timer ist wieder unten und es geht auch direkt los. Ja, es werden ja auch ein paar Waffenwünsche schon im Chat genannt. Ich bitte. Ich bezweifle aber, dass wir weder einen Carbon noch einen Luna oder einen Clash sehen werden. Clash hätten wir ja eher auf Dings gesehen, auf Schellendorf. Ja, und diesmal sogar nicht lange geladen. Man sieht keine Backline bei Be Ready und auch keine bei ZOS Squad. ZOS Squad geht jetzt voll aggressiv, sie wollen ja absolut kein Risiko eingehen. Mit der 52, mit der Zap, mit der Splash und mit der Nautilus. Ja, und auf der anderen Seite wieder ein Booyah-Spam. Und auch ebenfalls ein Try und die Cashel wird auch direkt wieder rausgepickt. Die Naut ist sehr aggressive, wird aber auch direkt rausgepickt. Heißt, es sind noch zwei Leben auf der Seite von Be Ready. Oh, sehr viel RNG-Pech hier von der 52. Schöner Pick hier von Max Simon. Und das könnte auf jeden Fall jetzt ein guter Push werden. Vor allem, weil die Aerospray tot ist und die Booyah fehlt. Booyah ist nämlich relativ gut für den ersten und zweiten Checkpoint. Aber wenn die natürlich keine vorhanden haben, ist das sehr ärgerlich. Ja, Erik wird hier mit Bomben sehr, sehr viel Druck gemacht. Kann jetzt auf den Turm gehen. Der Inkjet und die Bomb Rush geht aber raus. Erik kriegt hier keinen Kill. Sehr in der Mitte und wird down gekillt. Erik geht auch flanken. Da kommt jetzt aber eine andere, die zweite Booyah von der Bro raus. Hat auch Bro droppt jetzt auf Max. Zwei down jetzt. Und die Floxy von hinten. Ja, die Bro hat auf jeden Fall den Pick auf den Slash bekommen. Ja, und wie es aussieht, könnte Be Ready jetzt anfangen, Kleiner zu pushen, auch wenn noch einige auf den Seiten von ZOS leben. Und wie es aussieht, fangen sie auch gerade an. Und der Trial ist halt immer die Wand mit der Zap. Bekommt die Zap sogar raus. Die sind gerade schwierig. Da kommt aber auch die nächste Booyah ein. Schöne Booyah hier auf. Oh nein. Aber kriegt die nicht. Trotzdem Max Simon rausgeholt. Der Try hier kriegt noch einen Kill. Aber oh nein, verteidigt den Turm hier. Kriegen zwar den Checkpoint. Inkjet kommt raus. Und cleart den Tower erstmal. Trotzdem auf beiden Seiten nur der erste Checkpoint runter. Das heißt, hier ist noch alles offen. Ja, man sieht auf jeden Fall, dass Online jetzt auf jeden Fall sehr stark defendet hatte. Auch bei dem Booyah-Druck, bei dem Müsseldruck oder sonstiges. Weil Laut kann auf jeden Fall die Leute vom Turm ziemlich stark picken. Und schöner Pick hier auf die Booyah. Ja, das war auf jeden Fall ein nicer Booyah-Schwimmer. Ja, sie dürfen sich hier auf jeden Fall nicht ausruhen auf der Lead. Jetzt kommt der Bomb Rush hier von Max Simon. Sehr wichtig auf jeden Fall, kann Space schaffen. Aber sie brauchen auch jemanden auf dem Turm. Ich meine, zwei sind down, das ist eine gute Gelegenheit zu pushen.
Max, Simon jetzt hier eventuell mit dem Flank. Ja, Kev hat ihn bemerkt. Kev bekommt aber nicht den Kill. Und Floxy. Trotzdem, drei down jetzt. Nur noch der Pro ist im Leben. Jetzt müssen sie pushen. Ja, und wie es aussieht, machen die das sogar. Und der Pro wird auch direkt wieder rausgeholt. Sehr wichtig. Aber sie pushen nicht. Ja, sie vernachlässigen den Turm komplett. Das dürfen sie nicht machen. Und jetzt geht der Turm in die andere Richtung. Leon hier hinten, recht alleine, kriegt einen Kill. Züge, misselt ihn komplett. Da kommt aber die Booyah gegen Züge. Züge kriegt noch einen Trade. Ah, das ist ein super spannendes Match. Vor allem, dass sie eben ihre Chance auch auf die Push ein bisschen vergeigt haben, ist auch wieder ziemlich ärgerlich. Vor allem, weil B-Ready jetzt anfängt, die Mid-Control wieder zu holen und direkt auch anfängt zu pushen, aber die K52 bekommt nicht den Pick auf die Pro. Dafür Leon aber. Schöner Kill hier von Le Kev. Bekommt hier noch zwei weitere. Schöner Triple Kill hier insgesamt. Ja, und jetzt fangen sie auch direkt wieder an zu pushen. Zwei auf die Tower. Genau, der wird wahrscheinlich wieder oben ein bisschen die Stellung halten. Und sie schaffen nicht, den Lead irgendwie zu holen. Der Turm geht direkt wieder zurück. Und die, ja, auf jeden Fall, Dachter hat echt souveräne Kills. Sie können leider nicht pushen, die Bruder kommt gegen rein, aber... Ja, und es ist super knapp. Ich meine, 65 zu 62. Hier ist absolut noch nichts gegessen. Oh. Pyron hier hinten wird aber vom Try von hinten geholt. Und schöner Kill hier von der... Einen nach der anderen. Ja, und das ist super spannend. Kein Team kommt hier wirklich über die 60er-Marke drüber. Simon jetzt hier mit dem Bombrush. Sehr in der Ecke gedrängt. Wird gemisselt. Das könnte jetzt wirklich haarig für ihn werden. Aber er bekommt zumindest noch einen Assist. Simon muss den Turm jetzt hier aufhalten. Da kommt jetzt die Booyah. Super Booyah. Booyah kann den Turm hier klären. Das könnte die Lead werden. Das ist die Lead. Und genau das wieder drauf. Und Kev ist immer noch auf dem Turm. Und das ist der Checkpoint. Und das müsste Game sein. Ja, das ist auf jeden Fall das Game für Priority, wie es aussieht. Und das ist genau das, was ich gesagt habe. ZOS wurde jetzt das Momentum rausgenommen. Dafür hat Be Ready 1 bekommen und sie haben es direkt ausgenutzt. Ja, sowas kann halt auch passieren, wenn man jetzt nur einen dummen Fehler macht. Ja, es ist sehr ärgerlich, dass wegen so einem Fehler, dass man jetzt noch ein weiteres Match verliert. ZOS darf jetzt nicht zusammenbrechen. Sie hatten den Sieg eigentlich schon in der Tasche. Eben, und jetzt 3-4 für Be Ready. Radical kann auf jeden Fall noch ein Comeback fallen, aber ich glaube, ZS lässt sich das jetzt nicht so gefallen, vor allem nach dem Unglück. Ja. Tja. Direkt Operation Goldfish auf Manta Maria. Auch wieder eine Map, auf der man ziemlich schnell KO'en kann. Deswegen bin ich gespannt, ob das ZS wieder irgendwie durchrast und halt den KO-Push startet oder ob es halt jetzt sogar andersherum verläuft. Und ja, ansonsten denke ich jetzt auch, dass wir hier Backline sehen werden. Das ist jetzt nicht unbedingt eine Map, wo man irgendwie nichts davon spielt. Aber gut, da bin ich gespannt, wie die das machen. Auf jeden Fall sind wieder nicht alle ready. Aber von ZS sind auf jeden Fall alle ready. Von Bible Ready fehlt Züge schon wieder. Ja, Züge lässt sich immer sehr viel Zeit. Trinkt noch einen Kaffee oder so. Ja, auf jeden Fall, ZOS. Sollten sie das Match hier auch noch verlieren, dann wird es sehr, sehr eng für sie. Gerade psychisch macht einen das natürlich fertig, wenn du weißt, du hättest eigentlich gewonnen, aber aufgrund dieses Fehlers, wird es jetzt nochmal so knapp. Das will man nicht. Und dementsprechend, wird das Match hier relativ spannend, denke ich mal. Ja, und man sieht auf jeden Fall keine Backline bei Ready und auch keine wieder bei ZS, vor allem. Ja, es gibt keine Waffenchanges auf der Seite von. Doch, ich glaube, ein Waffenchange auf beiden Seiten. Beide spielen jetzt mit einer K-Shot.
Eben, und man sieht keine Käfer zu. Ja. Das ist, ist auf jeden Fall. Oh, Leon schafft den Jump hier nicht. Und damit gleich das Disadvantage. Wobei, jetzt ist es wieder ausgeglichen. Schöne Double Kill hier von Max Simon. Und das könnte jetzt ein guter Push-Start sein. Züge hier voll gemisselt. Misselt jetzt selber auch. Aber. Ja, kein Aber. Er wurde auch sowas wieder davon herausgefunden. Vor allem, wenn man darüber pushen möchte, sollte man schon eher die Kontrolle haben und nicht einfach. Oh, alle auf einem Fleck hier. Eine gut getimte Bombe könnte auf jeden Fall hier was machen, aber jetzt der Remake hat zumindest down. Leon fällt schon wieder herunter. Leon und die Ecke, die werden, glaube ich, heute keine Freunde mehr. Trotzdem zwei down jetzt auf der Seite von Be Ready und das könnte wieder ein gutes Opening für einen Push sein. Max Simon macht sich hier oben links bequem. Ja, und diesmal könnten sie sogar über die andere Seite wieder pushen. Max Simon wird aber rausgeholt und die Pro bekommt direkt auch wieder zwei Picks. Ja. Bekommt vielleicht sogar noch den dritten als Trade. Ja, und damit ist ZOS gewiped. Ja, auf jeden Fall kommen zwei sogar schnell wieder rein, sind aber gemisselt. Ja. Aber gut, Be Ready kann jetzt ihre Führung sogar ausbauen. Ich push sogar aggressiv rein, bekommen den Loot. Da kam aber eine ganze Ladung Tinte von der Seite. Und ja, eine Lead von 54, damit kannst du dich auch absolut nicht sicher fühlen. Der Try versucht den Kill hier zu kommen, kriegt ihn auch. Wieder ein Delayed Wipe und das könnte jetzt der nächste Push-Versuch sein für ZOS. Aber Erik hat das dagegen. Leon fällt zum dritten Mal runter. Und ja, damit 2 gegen 2 Situationen. Ja, jetzt aber Fyron. Kriegt aber die Lead nicht. Ja, weil er musste da einen echt großen Sprung machen und wurde halt in schon wieder rausgeholt. Weswegen die, wie soll man das, echt, also auf jeden Fall hat die Plattform dann nicht mehr gezählt oder die weiteren Punkte, ja. Wo das halt angesehen war. Ja, ich weiß nicht, also ich glaube, sie sollten so ein bisschen ihre Strategie hier ändern. Gerade hier über links zu pushen ist vielleicht nicht das Beste gegen Be Ready. Schöne Buja hier von Floxy, kriegt einen schönen Kill. Droppt jetzt runter, will die Naut, kriegt die Naut. Fyron hat ihn aber trotzdem erwischt. Drei jetzt down auf der Seite von ZOS. Und da kommen auch direkt die Missiles zur Defense rein. Schöner Pick hier, wichtig. Schöner Triple Kill von Fyron. Ja, und die Pro ist hinten last. Und die Pro bekommt ja noch den Splash raus. Und ja, wie es aussieht, hat ZOS gerade die Mid-Control. Wollen jetzt wahrscheinlich wieder einen Push über rechts starten. Und ja, auf jeden Fall defenden die nicht schlecht, werden da aber auf jeden Fall ziemlich aggressiv gestürmt. Aber sie pushen jetzt direkt wieder auf die andere Seite. Und bauen das sogar immer weiter aus. Und er ist sogar runtergedroppt. Das ist ein super Push. Ein Push auf 25 ist auf jeden Fall nicht einfach einzuholen. Ja, Fallen bringt das Ding hier raus. Und ZOS tut sich sau schwer gerade. Nur noch Leon last. Ja, aber sie haben noch 1 Minute 20 Zeit. Es ist auf jeden Fall noch alles möglich bei einem. Leon bekommt aber den Pick auf Floxy, sehr wichtig. Ja, und vor allem können sie den bei einem Wipe wieder einholen, den Lead. Aber was jetzt ohnehin nicht unbedingt einfach ist. Zwei tot, also beide tot auf beiden Seiten. Ja. ZOS-Squad. Ich glaube, so langsam macht sich die Frustration hier ein bisschen breit. Weil das ist absolut nicht das, was sie sich hier gewünscht haben. Ja, eben. Vor allem, wenn sie gerade komplett gestimmt. Sie liegen gerade hinten. Vor allem bei einer Führung von 5 zu 1. Ja. Und Ready fängt wieder an zu pushen. Auf jeden Fall hat Ready gerade die Motivation drin. Und. Ja, Erik pusht erneut. Und es ist nur noch einer da von ZOS. Der kriegt zwar den Rainmaker, aber trotzdem geht er down. Und Be Ready kann eventuell hier noch weiter pushen. Oh nein, kriegt aber den Kill hier, sehr wichtig. Kriegt doch einen zweiten. Jetzt ist nur noch die Aerospray übrig. Und jetzt haben sie nur noch 20 Sekunden, um hier zu pushen. Ja, und die nutzen sie auch auf jeden Fall gescheit. Aber Brady hat gerade sogar noch die Mid-Control. Und ZOS kommt da jetzt auch nicht wirklich krass rein. Vor allem der Timer tickt und sie können den. Ich, aber jetzt zwei down auf beiden Seiten. Leon hier sehr in der Bredouille. Erik ist da. Erik wird rausgenommen. Sehr wichtiger Kill. Sie müssen jetzt langsam spielen. Haben aber nicht mehr allzu viel Zeit. Leon nur noch mit 30 Sekunden.
Ja, aber wie es aussieht, kommen sie da sogar rein. Erik ist last! Erik gegen Leon! Und Erik kriegt den Kill! Und damit steht's 4-4! Oh Gott, was ist das bloß für ein Abend? Oh. Er steht jetzt von einem 5-1 zu einem 4-4. Das ist so bitter! Bloxy hier mit einem ganz starken Game. Und Z2S struggled. Z2S muss hier in Game 9 gehen. Vor allem, es steht jetzt 4-4 und es geht echt, glaube ich, wahrscheinlich mental ziemlich auf den Sack. Absolut, absolut. Sie müssen sich hier jetzt in den nächsten 5 Minuten irgendwie fangen, damit sie hier doch noch den Sieg holen können. Ja, und wir sehen auch direkt Splat Zones auf Wahoo World. Auf jeden Fall auch eine richtig nice Map und vor allem auch meine Lieblings-Map-Comp generell. Auf jeden Fall kann es für sie sogar ein Vorteil sein, weil die Map ist einfach fantastisch. Ah, mir tut ZOS Quad gerade schon ein wenig leid. Ja, aber beide sind so ready, beide sind fest entschlossen, das Ding jetzt irgendwie zu holen. Absolut korrekt. Alles klar, dann beginnen wir das letzte Match Splat Zones auf Wahoo World. Ja, ZOS Squad muss sich hier definitiv fangen. Sie spielen absolut nicht auf dem Level, wie sie es vorher gemacht haben. Und wir sehen jetzt einen Tri-Slash auf beiden Seiten, als wäre das abgesprochen. Auf jeden Fall Double Armor bei ZOS Squad. Sie wollen da ist auf jeden Fall gut rein. Kev geht jetzt flanken. Da kommt die erste Buja direkt von Erik. Er wird auch direkt aufgehalten. Erik hier versucht den Kill zu kriegen. Wird aber rausgeholt hier von. Oh nein. Sehr schön. 3 down jetzt. Jetzt ZOS ist aggressiv. Sie wollen jetzt unbedingt das Match gewinnen und kriegen jetzt auf jeden Fall die erste Zone. Ja, und Kev ist wieder festgeschlossen, da irgendwie reinzuflanken mit Floxy. Und wird aber von dem Fall rausgeholt zu zweit. Es sieht jetzt sogar ziemlich schlecht aus für Brady, weil sie noch 2 übrig haben. Und die Buja reicht leider nicht, um die Zone zu holen. Und Fyron bekommt auch direkt wieder den nächsten Pick. Man sieht, die ZTS möchte sich ihren Sieg jetzt nicht unbedingt nehmen lassen. Ja, und der Timer rattert runter. Oh. Ah. Und die Pro bekommt auch direkt den wieder raus. Sie haben jetzt eine Chance, wieder reinzugehen. Vor allem mit der Buja, weil der Timer ist nicht mehr lang. Bekommen sie den Cap, wie es aussieht, noch nicht. Der Timer macht gerade leider keinen Pick. Trotzdem, hier, sehr guter Pick hier von Floxy. Und das ist hier der Cap in letzter Sekunde. Ganz, ganz wichtig gewesen. Sie gehen aber auch direkt wieder mit Ammo rein. Sie möchten sich jetzt unbedingt die Dorn nicht leben lassen. Sie gehen das wieder rein. Aber unten ist auf jeden Fall der Troll in Schwierigkeiten und wird auch direkt von einem Double-Teaming rausgeholt. Ja, jetzt 3-3 Situationen. Floxy kriegt den Inkjet hier, sehr wichtig. Und da kommt die nächste Buja raus. Leon muss sich zurückziehen. Mac Simon hier, schöner Pick, wird aber selber rausgenommen. Und die Zone ist immer noch sehr umkämpft. Keiner kriegt sie wirklich. Die Jumps kommen rein auf beiden Seiten. Und jetzt erstmal kleiner Vorteil für Be Ready. Ja, vor allem ist der Timer gerade immer weiter am Runterpicken. Ja. Und Be Ready ist gerade auch wieder ziemlich aggressiv. Aber das ist direkt eine Armor von der Zap Ready. Schöner Pick von O9. 3 gegen 3 Situation. Sie gehen auf jeden Fall wieder stark rein. Der Try wird 2 gegen 2. Oh nein, darf jetzt hier nichts überstürzen. Mac Simon ist bei ihm. Schöner Pick hier jetzt, sehr wichtig. Oh nein, jetzt mit dem Inkjet. Bekommt einen Pick. Bekommt aber nicht den Jump, aber da kommt die Buja hinterher. Und das sie ist haben die Zone, sehr wichtig. Denn ihre Führung von 4 möchten sie jetzt nicht unbedingt aufgeben. Und ja, und da kommt auch direkt die Arme rein. Heißt, sie sind jetzt wieder ziemlich aggressiv nach vorne. Bekommen leider noch keinen Pick. Schöner Double-Kill von O9 wieder. Kriegt sogar noch den dritten. Boah, wieder sehr schönes Gameplay von O9, wie man das im letzten Match gesehen hat. Und ja, wie es aussieht,
ist der Timer von ZS, der geht wirklich immer weiter runter und Be Ready macht das nicht sogar schwierig, da reinzukommen. Vor allem haben die auch wieder Armor ready. Aber ja, momentan ist doch keiner gestorben. Heißt, es ist immer noch 4-4, aber jetzt sie bekommen einen Bomber gegen und einen Jet. Und jetzt kommt auch die Booyah. Jetzt müssen sie auf die Zone gehen. 2 gegen 3 Situationen. Fyron wird hier rausgenommen. Das ist der Wipe. Aber sie haben trotzdem die Cap bekommen. Das heißt, sie haben noch mal ein bisschen Zeit. Und ja, sie müssen jetzt aber auf jeden Fall ihre Specials wieder sammeln, um da wieder gescheiter reinzukommen. Vor allem macht die Nautin wieder sehr viel Druck, ist wieder sehr gut am Defenden. Und die Booyah ist ready, um da jetzt reinzukommen. Aber die Rush ist direkt wieder gestorben. Die Booyah geht rein, geht aber nicht auf die Zone. Loxi, ihr versucht alles, aber sie müssen jetzt definitiv rein. Der Timer ist abgelaufen. 3, 2, 1 und das ist Game. Und damit hat ZOS Squad sich doch noch ganz knapp hier den Sieg holen können. Ja, auf jeden Fall hat er sich auf ein 4-5 verlängert. Aber ZOS Squad hat dennoch trotzdem das Match bekommen. Und ja, und das ist wahrscheinlich auch wieder ziemlich erleichtert für die. Absolut. Somit hat ZOS trotzdem gewonnen. Aber 5-4 ist trotzdem, wenn man sich so die ersten Matches ansieht, nicht das, womit sie gerechnet haben. Aber man muss ja wirklich sagen, die letzten Matches hat ZOS-Squad echt nachgelassen. Also Be Ready hat das sehr gut gespielt, die letzten Matches. Alright, dann würde ich einfach mal sagen, ziehen wir gleich mal die beiden hoch. Max Simon und Leon beehren uns. Max Simon? Ja, Max Simon. Herzlich willkommen hier beim kleinen Interview. Herzlich willkommen zu diesem ja doch etwas eigenen Match. Herzlichen Glückwunsch zum Sieg. Dankeschön. Und ja, nach dem Game 6, die Situation war jetzt natürlich nicht unschön. Man hat direkt gemerkt, dass euch das natürlich belastet hat. Wie stark war denn dann eben gerade noch die Aufregung im Team? Ja, also wir haben das eher chillig genommen und sind da durchgerattert. Also, ein bisschen Musik, ein bisschen Wühlmäuse, das passt. Ja, es ist halt, also man hat es aber, also... Man hat aber schon gemerkt, dass euch das so ein bisschen den Wind aus den Segeln genommen hat. Ne? Also will man ja gar nicht verneinen. Auf jeden Fall, die erste Hälfte des Matches war wirklich, wirklich gut gespielt von euch. Und wie gesagt, dann habt ihr ein bisschen nachgelassen. Was ich mich aber gerade frage ist, was ist denn so im dritten Match los gewesen? Turmkommando auf Schellendorf. Ach so, ja, wir haben einfach runtergespielt. Bloß am Ende war es halt einfach immer der Knackpunkt, dass wir am Ende geendet haben und das hat uns immer den Sieg gekostet. Also wir haben ja eigentlich immer den ersten Push gehabt, immer direkt ein paar Punkte geholt und das war halt bloß immer mies, dann den letzten Push von den Gegnern abzuwarten und der war halt dann der Lose für uns. Ja, das ist natürlich ärgerlich. Habt ihr euch so auf das Match vorbereitet? Ich meine, es war ja natürlich Match 3 gegen, also Platz 3 gegen Platz 4. Da ist ein bisschen Vorbereitung natürlich wichtig. Was habt ihr denn so gemacht, um euch vorzubereiten? Also wir haben eigentlich nichts anders gemacht als sonst. Also bei uns ist das dann immer so, dass wir uns heute war es dann um 20 Uhr, dass wir uns zu 20 Uhr verabredet haben zum Einspielen. Da spielen wir dann meistens Liga Quad. Ja. So 20.20 Uhr waren dann alle da, dann haben wir noch 2 Runden gemacht und dann ging es auch schon los. Ja, optimal. Ja, das war unsere Vorbereitung. Ja. Ja, das war auf jeden Fall ein sehr wichtiger Sieg und damit würdet ihr, wenn ich mich auf jeden Fall, gerade wenn man aufs Treppchen dann später guckt, euch nochmal einen guten Boost geben, hier gegen Be Ready gewonnen zu haben. Was meint ihr, ist der dritte Platz noch drin oder vielleicht sogar der zweite? Also wenn wir das nächste Spiel auch so anfangen, wie wir heute angefangen haben, dann würden wir die Wühlmäuse schon klappen. Also ja. Dritter Platz ist schon drin, also sehe ich schon. Leon, was meinst du dazu, dritter Platz ist drin? Da sehe ich uns. Sehr gut, sehr optimistisch, das freut mich. Dann werden wir
die nächsten Matches mit Spannung verfolgen, wie das hier ausgehen wird in eurer Division. Ja. Y fragt, das ist eine gute Frage eigentlich, warum habt ihr eigentlich bei der auf TC Backfischstadion, warum habt ihr da am Ende dann nur defended und euch auf einer 60er auf einer 60er Post aufgeruht? Das ist eine sehr gute Frage und die kann ich beantworten. Wenn man in Leons Stream reinguckt, der struggelt einfach auf den Tower zu kommen. Legit. Man kann sehen, wie er 5 Sekunden auf diesen scheiß Tower drauf möchte, aber es nicht schafft. Nein, und, so war das. Und, doch. Nee, das hat ein bisschen geleckt da an der Einstellung. Ja, klar. Wenn der Bauer nicht schwimmen kann, ist die Badehose. Ja, und wir haben uns im Nachhinein auch selber alle gefragt, außer ich, wieso wir den Tower nicht gepusht haben. Aber, ja, war halt absolut mies und scheiße ist es gelaufen. Ja, naja, ist halt nun mal so gewesen. Das war auf keinen Fall eine Lead, auf dem man sich hätte ausruhen können. True. Genau. Und Leon, du hattest ja auch deinen Spaß auf Manta da. Das hat man auch im Stream einigermaßen gesehen. Das war... Also, zweimal hintereinander. Nee, dreimal. Dreimal? What the fuck? Ja. Nur im letzten Mal war es mir zu peinlich, das zu call-outen. Ja, alles gut, das passiert jedem Mal. Mir ist das auch schon oft genug passiert. Aber nicht dreimal. Nee, das geht so nicht. Nein, also an sich habt ihr das ja schon verdient gewonnen. Also ist das was für die Highlights? Ja, ich hoffe doch. Ich hab's aufgeschrieben. Ja, ich hoffe es auch. Naja, auf jeden Fall. GGs, möchtet ihr noch abschließende Worte sagen? Irgendwas, was ihr den Leuten noch mitgeben wollt? Irgendwelche Tipps, Tricks? Zum Beispiel, dass man... Leon, darf ich sagen? Nein. Sorry. Nein. Darf ich es nicht sagen? Nein. Okay, gut. Hat Spaß gemacht. Ja. Wir freuen uns aufs nächste Game. Das war's. Und nächstes Mal nicht vergessen, euren Namen zu ändern. Zu dem, was im Sheet steht. Ja, ich hab's eigentlich geändert, aber ich hab's dann vergessen, das Spiel neu zu starten und dann war es okay, halt. Ja, es war kacke. Das ist immer so ein. Hat Splatoon super gemacht. Ja, ich find scheiße, dass es nicht direkt übernimmt. Das ist kacke. Same. Alright, Noob, Pat, hast du noch was zu sagen? Möchtest du dich nochmal von allen verabschieden, bevor wir jetzt hier in den Feierabend gehen? Ja, an sich nichts Großes. Auf jeden Fall habt ihr sehr stark gespielt und vor allem noch im letzten Game dann anscheinend doch noch wieder das Match geholt. Auf jeden Fall auch sehr stark gespielt und das war's dann auch wieder von mir. Jo. Dann wünsche ich euch allen noch einen schönen Abend. Ruht euch aus, genießt noch euren Sieg ein wenig und ja, macht's gut und ciao. Man sieht sich.